Moin Freunde, anscheinend passiert bei Activision gerade irgendwas, was wir alle irgendwie auch gar nicht mehr für möglich gehalten haben. Ihr habt gerade vorgestern das Video von mir gesehen, wie ich darüber gesprochen habe, dass viele von euch die Schnauze voll haben von Warzone, weil unter anderem SBMM, fehlender Content und unglaublich viele haben gesagt, sie haben auch keinen Bock mehr, wegen den Cheatern, wegen den Hackern, wegen den Aimlocks, den Aimbots, den Wallhacks und all diesen Sachen. Und jetzt kommt die Überraschung. Normalerweise heute, wenn ihr dieses Video seht, ich nehme das auf Mittwochnacht um 1.40 Uhr. Ich müsste ins Bett, aber ich wollte es für euch gerne fertig machen. Normalerweise müsst ihr jetzt in ein paar Stunden das gesamte Update droppen. Es ist ja Donnerstag dann. Aber Activision und Raven Software haben heute bekannt gegeben, dass das gesamte Update erst am Freitag zum Runterladen ist, also um 24 Stunden verzögert. Es gibt keine Begründung dafür. Das Einzige, was aktuell sicher ist, Raven Software scheint einen Bug, einen Fehler in dem Update gefunden zu haben, was dafür gesorgt hätte, dass irgendwelche Probleme auftreten, weshalb sie das Ganze jetzt um einen Tag verzögern müssen. Erstmal ist das ja generell eine gute Idee, auf der anderen Seite muss man dazu sagen, all diese Bugs, die mit jedem Update bisher kamen, und es hat sie noch nie aufgehalten, die Updates zu verschieben. Und heute kommen mit ganz vielen Posts und Leaks und Gerüchten, vor allen Dingen Gerüchte, dass sie gerade an einem Anti-Cheat arbeiten, was wir am Freitag mit vorgestellt bekommen sollen. Und das wäre eine absolute Bereicherung für Warzone und alles, was dazu kommt. Das Problem ist, ich habe mir das komplett jetzt einmal durchgeguckt und Raven Software hat heute getwittert, 650.000 Accounts sind in Warzone bisher gebannt worden, was ehrlich gesagt absolut traurig ist. Und jetzt gerade, also heute, haben sie weiter 50.000 Accounts gebannt, mit einem Schlag sozusagen. Und der Post von denen sagt, mehr Infos bekommt ihr jetzt in Zukunft, wir haben hier noch was für euch. Das alles, auch Charlie Intel schreibt darüber, Charlie Intel auf Twitter, die seriöseste Seite, was COD-News im Prinzip angeht, schreibt das Gleiche. Man soll sich jetzt nicht von irgendwelchen Gerüchten wahnsinnig machen lassen, aber da kommt etwas auf uns zu. Und das Season-Update steht ja vor der Tür. Und ihr habt das kurz eingeblendet bekommen, was in dem Season-Update alles mit dabei ist. Das heißt, wir kriegen ja zwei neue Waffen. Wir kriegen ein neues Sturmgewehr, wir kriegen eine neue MP. Wir kriegen angeblich Türen, die in Warzone zu öffnen sind, kann man jetzt auch zerstören, also richtig einschlagen, also ähnlich wie das in Modern Warfare war. Es kommen für Cold War 5 verschiedene Maps, wovon 3 Remakes sind, also Zoo, das andere ist Slums und das andere habe ich vom Namen noch nie gehört, ist eine Black Ops 1 Map. Wir bekommen den Flammenwerfer als neue, eigentlich ein Spezi, aber hier ist es halt eine Streak. Das heißt, es kommt einiges an Content. Es kommt eine neue Outbreak-Map oder eine neue Region. Es gibt Infos zum neuen 9. Zombie-Perk. Für euch Zombie-Fans mit Sicherheit ziemlich geil. Aber die Hauptinfo, die wir heute eigentlich tatsächlich bekommen haben, ist, dass tatsächlich im Hintergrund an diesem Anti-Cheat-System gearbeitet wird. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man dieses Anti-Cheat-System für die Season 5 nimmt, als Headliner sozusagen. Ich glaube, wenn sie das Anti-Cheat-System hätten oder es funktionieren würde, hätten sie es schon gedroppt, weil das natürlich unglaublich viel Aufmerksamkeit ziehen wird. Was das für uns also bedeutet aktuell, es gibt die Gerüchte, dass das Anti-Cheat-System da ist. Das Anti-Cheat-System für Warzone würde mehr als nur ein bisschen dabei helfen, dass die Probleme in Modern Warfare im Multiplayer, im Cold War Multiplayer und in Warzone mit einem Schlag nicht gelöst werden. Aber das große Thema Hacker, Cheater und sonst was würde, wenn es denn gut funktioniert, das lassen wir mal in Anführungsstrichen, würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir einen Schritt in die Richtung gehen, wo wir alle Warzone wieder genießen können. Ich kenne mittlerweile ganz viel aus meiner Community, die gar kein Crossplay mehr spielen, sondern nur noch Warzone auf der PlayStation oder auf der Xbox, weil, und beziehungsweise auf der Xbox muss man glaube ich sogar mit PC spielen, aber auf der PlayStation auf jeden Fall, die Info ist richtig, weil die keinen Bock mehr auf die Cheater haben. Und mittlerweile sind wir ja so weit, dass es sogar einzelne Cheat-Programme gibt, die man als PlayStation-Spieler nutzen kann. Das heißt, ihr könnt euren Rechner nebenbei anmachen, die meisten von euch haben eine Konsole und einen Rechner. Das Programm läuft über den Rechner, gibt es sogar zu kaufen, ich werde es jetzt nicht verlinken, es ist spottgünstig, Leute. Das Game wird auf der PlayStation gestartet und vom Rechner aus bekommt ihr die Infos, die ihr braucht,
auf die Konsole und die Konsole verarbeitet das für euch. Mit diesen Anti-Cheat-Infos kriegen wir auch verschiedene Weapon-Tunings. Und diese Weapon-Tunings sind im Prinzip der Grund, warum ich Cold War die nächsten 3 Tage wieder eine, nach 5 Wochen Pause, eine faire Chance geben möchte. Es werden 3 bis 4 Sturmgewehre verändert, unter anderem die XM4 mit weniger Rückstoß, mit schnelleren Magazinladezeiten, mit einer höheren Range. Die QBZ wird verbessert, ganz wichtig, die FFAR wird auf Close Range verbessert, auf Long Range verschlechtert. Die Akimbo-Pistolen werden verschlechtert, ihr lauft damit langsamer und habt ein schlechteres Strike Speed, das heißt, wenn ihr damit schießt, seid ihr nicht mehr so schnell unterwegs, was dringend notwendig war. Die Akimbo-Pistolen in Cold War sind unglaublich OP. Die LC-10 wird verschlechtert, weniger Damage Range und mehr Rückstoß auf dem ersten Schuss und auf dem 12. Schuss. Ich weiß nicht, warum der erste und der 12., wahrscheinlich haben sie da gerechnet, wie lange die ungefähr gezogen wird, wie lange man damit schießt und haben dann ausgerechnet, dass das der perfekte Moment ist, wo die wieder etwas mehr Rückstoß bekommen soll. Gerade die LC-10 ist in Skill-Based Matchmaking-Lobbys eine absolute Genervtheit. Die Leute, auch so richtige Möchtegern-Schwitzer, spielen in diesen Lobbys, in denen ich mich mit meinem normalen Account bewege, durchgängig damit. Darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr und ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht eine andere Meta im Multiplayer sehen oder zumindest andere Waffen, die die LC-10 herausfordern können, so dass selbst wenn man extrem seriös spielen muss, trotzdem verschiedene Waffen hat. Das heißt, dieses Update bringt uns einiges. Dieses Update sieht aktuell ordentlich aus. Dazu kommt der Operator-Skin QB, sieht ein bisschen aus wie aus Fortnite damals, viele von euch werden sich daran erinnern. Es kommt die Kane, es ist eine Nahkampfwaffe und dann eben die EM2 Assault Rifle und die Tech-9 SMG. So wie es aussieht, ist die Tech-9 ähnlich wie die Ripper aus Ghost damals, wo ihr ändern könnt, wie der Feuermodus ist. Ripper konnte man mit höherem Feuermodus mehr Rückstoß auf Close Range spielen und auf Long Range mit höherer Distanz und höherem Schaden, aber weniger Feuerrate und weniger Rückstoß. Sowas wird jetzt hier auch kommen. Es kommen noch 1-2 Sachen zu Zombies, die sind jetzt nicht so wichtig für mich. Eine wichtige Info zu diesem ganzen Updates habe ich für euch. Dann solltet ihr jetzt ganz genau aufpassen, den Fehler habe ich auch gemacht und ich möchte nicht, dass wir alle den Fehler weitermachen. Aus Gewohnheit habe ich mir in der Season 4 den Season Pass geholt, mit den COD Points, die ich sowieso durch den Season Pass die 3 Seasons davor bekommen habe. Das Problem ist, ich bin gerade mal bei Level, ich glaube, 20, 22 im Season Pass Season 4 und plane auch nicht bis zur Season 5 morgen oder übermorgen oder je nachdem, wie ihr es seht, das hochzuleveln. Das heißt, verschwendetes Geld gewesen und ich werde mir auch in Season 5 den Battle Pass nicht holen. Ich habe das wirklich 3 Seasons lang aus Gewohnheit gemacht, obwohl ich Anfang von der Season 4 schon wusste, das Game lege ich zur Seite, ich ertrage das einfach nicht mehr. Das heißt, natürlich, wenn ihr Bock auf Cold War habt und sagt, boah, es macht aber so viel Spaß, es ist euer Geld, ihr könnt euch von eurem Geld kaufen, was ihr wollt, ich will euch hier nicht bevormunden oder sowas. Solltet ihr aber so wie ich sein und sagen, ich bin unzufrieden mit der Art und Weise, wie Warzone ist, wie Cold War ist, vielleicht wie der Zombie-Modus ist, wie diese gesamte Franchise gerade auftritt. Das Einzige, worauf Activision hört, ist, wie hart klingelt die Kasse. Und in dem Moment, wo wir uns zusammensetzen als Content Creator und als Communities und sagen, ich kaufe mir den Battle Pass nicht, die beiden Waffen kriege ich sowieso umsonst und alles andere da drin interessiert mich nicht. Und wir müssen ehrlich sein, viele von den Sachen da drin, auch diese einzelnen Blueprints, sehen vielleicht mal ganz cool aus, sind es aber nicht wert, dass wir blind unser Geld ausgeben. Und Activision sieht diese Zahlen, ja, sieht, was wir alles kaufen und sagt, ja, lol, wir machen doch alles richtig. Der Season Pass wird jede Season neu gekauft, ihr kauft das wie die Lemminge. Wir müssen endlich anfangen mitzudenken, denn wir als Community, ihr, du, ich, wir haben eine Stimme. Große Content Creator mit ihren Communities, kleinere mit ihren Communities und nur an dem Punkt, wo wir sagen, es reicht uns, wir machen das aktiv nicht mehr mit, wir bezahlen das nicht mehr, haben wir auch die Chance, dass wir hier irgendwas verändern. Viele von euch haben noch nie gesehen, wie es aussieht, in einer reverse-boosteten Lobby zu spielen. Wenn ihr reingucken wollt, könnt ihr gerne machen. Ihr könnt auch mit mir im Stream darüber diskutieren. Ihr könnt eure Meinung dazu sagen. Mal gucken, ob wir mit dem Anti-Cheat und wenn sich mehr Content-Creator dem Boykott sozusagen anschließen, ob wir irgendwas bewirken können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Schäppi auch.